Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ereignisse der Kölner Silvesternacht, ich glaube, das ist aus allen Redebeiträgen deutlich geworden, haben uns alle in diesem Haus tief betroffen gemacht. Sie haben das Vertrauen der Öffentlichkeit und insbesondere der Opfer der Übergriffe in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats erschüttert. Sie haben die Debatte über die Zuwanderung in eine falsche Richtung abgelenkt und gerade die Geflüchteten, die bei uns in Nordrhein-Westfalen Schutz vor Verfolgung und Not suchen, oftmals einem Generalverdacht, auch aus den Reihen dieses Hauses zum Teil, einem Generalverdacht ausgesetzt. Die Fraktionen dieses Hauses haben den Ausschuss einmütig eingesetzt. Wir haben viele Erkenntnisse gemeinsam zutage gefördert, aber es war dennoch nicht möglich, zu gemeinsamen Bewertungen und Schlussfolgerungen zu kommen. Und dass dies nicht möglich war, bedauere ich ausdrücklich. Der Untersuchungsausschuss hat sich vordringlich mit der Eskalation der Ereignisse in der Silvesternacht 2015/16 beschäftigt. Wir haben dabei herausgearbeitet, dass es basierend auf dem Kenntnisstand vom 9. Dezember 2015, als der Einsatzbefehl verfasst wurde, mit der entsprechenden Lagebewertung sachgerecht war, mehr Polizei zur Verfügung zu stellen, wie es dann auch geschehen ist. Insofern kann man da noch von einer lagegemäßen Einsatzplanung sprechen. In der Nacht selbst wurden dann aber massive Fehler begangen, die wir im Ausschuss einmütig herausgearbeitet haben. Kommunikationswege wurden, sofern sie überhaupt vorhanden waren oder bekannt waren, nicht genutzt. Bei allen beteiligten Behörden gab es Defizite in der Führung des Einsatzes. Die Situation wurde zu spät erkannt, notwendige Konsequenzen nicht gezogen. Es fehlte an Vorfeldaufklärung, es fehlte an frühzeitigem Einschreiten und es hätten Kräfte nachgefordert werden müssen. Das schlimmste Versäumnis aller beteiligten Behörden, und die Untersuchung hat ergeben, aller beteiligten Behörden lautet, man hatte Sexualdelikte für diese Nacht schlichtweg nicht auf dem Zettel. Und dieses Versäumnis, das darf sich niemals wiederholen. Der Ausschuss hatte auch weitere Sachkomplexe zu bearbeiten. Es zeigte sich, die Personalentwicklung bei der Polizei ist positiv. Rot-Grün hat so viele Polizistinnen und Polizisten eingestellt wie keine Regierung zuvor. Dadurch schaffen wir mehr Präsenz und Ansprechbarkeit. Das schafft echte Sicherheit und nicht die Pseudosicherheit durch mehr Überwachung. In NRW gibt es keine No-Go-Areas. Es gibt keine Gebiete, in denen die Polizei nicht mehr für Sicherheit sorgen würde. Die CDU hat lange gesucht, aber doch keine gefunden. Alle Zeugen haben gesagt, ja, bei uns gibt es Brennpunkte, ja, bei uns gibt es Kriminalität, aber sie haben auch ganz klar gesagt, wir gehen überall rein, denn das ist die Aufgabe der Polizei in unserem Land. Dafür haben wir sie und dafür rüsten wir sie aus, dafür bilden wir sie aus, dafür statten wir sie aus. Wir haben festgestellt, dass wir die Gewalt gegen Polizeibeamte weiter im Auge behalten müssen, Situationen analysieren, in denen es zur Eskalation gekommen ist. Und wir werden das nüchtern, sachlich und erfolgsorientiert tun. Nordrhein-Westfalen ist ein sicheres Land. Das galt vor der Kölner Silvesternacht und das gilt nach der Kölner Silvesternacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass wir als Ausschuss Handlungsempfehlungen entwickelt haben, die die notwendigen Konsequenzen benennen. Alle beteiligten Behörden bei Großlagen müssen besser kooperieren. Das gilt in der Vorbereitung und in der Nachbereitung. Es reicht nicht, sinnvolle Maßnahmen zu thematisieren. Sie müssen auch umgesetzt werden. Denn da wurden, das haben wir einmütig festgestellt, Chancen vertan, die Ereignisse der Silvesternacht zu verhindern oder möglicherweise zumindest ihre Auswirkungen abzumindern. Die Dynamik einer Einsatzlage muss genauer beobachtet werden. Wenn im Einsatz gehäuft Delikte oder Muster auftreten, muss man das nicht nur zur Kenntnis nehmen, so wie es geschehen ist, sondern man muss aktiv handeln. Wir brauchen ausreichendes und für Führungsaufgaben qualifiziertes Personal bei den kommunalen Ordnungsbehörden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen, wie von der Landesregierung zugesagt, in den kommenden Jahren die hohen Einstellungszahlen halten und mit einer Weiterentwicklung der BKV auch dafür sorgen, dass die Polizei da ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird. Und wir werden sozialraumorientierte Polizeiarbeit ausbauen, denn gerade hier gilt, ansprechbare Polizisten vor Ort helfen mehr als alle Haut-drauf-Rhetorik, wie sie in den letzten Jahren hier von CDU und FDP präsentiert wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wichtigen Teil der Handlungsempfehlung nehmen bei uns Maßnahmen zur Verhinderung sexualisierter Gewalt ein.
Wir wollen eine Dunkelfeldstudie zu Sexualstraftaten auflegen und wir wollen deren Berücksichtigung bei der Polizeiarbeit. Wir wollen, dass Sexualstraftaten auch als solche erkannt werden und Defizite bei der deliktischen Einordnung beseitigt werden. Wir wollen die operativen Kräfte sensibilisieren für den Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt. Taten müssen erkannt und Opfer ernst genommen werden. Und wir stehen zum Ausbau der Netzwerke mit Angeboten der freien Frauenhilfestrukturen. Und ich muss an dieser Stelle noch mal daran erinnern, dass wir die unter Schwarz-Gelb vorgenommenen Kürzungen in diesem Bereich umgehend korrigiert haben. Meine Damen und Herren, wenn wir auf die Ausschussarbeit zurückblicken, dann sehen wir da ein großes Versäumnis. Dieses große Versäumnis der Ausschussarbeit ist, dass wir zu oft die eigentliche Frage aus dem Blick verloren haben. Und diese Frage lautet nicht, wer hat wann was gesagt oder wer hat wann telefoniert. Die Frage, die dieser Ausschuss zu klären hatte, war, wie verhindern wir in Zukunft sexualisierte Gewalt gegen Frauen? Die Opposition hat diese Frage so gut wie nie gestellt. Das zeigt, Ihnen ging es nicht um die Betroffenen der Silvesternacht. Das halte ich für beschämend. Dass der Vorsitzende in seiner Berichterstattung nicht einen Satz zu diesem Thema verloren hat, dass die FDP in dieser Woche, in der letzten Sommerpause, wo es genau um dieses Thema ging, teilweise es nicht mal nötig hatte, teilzunehmen, illustriert ihr Desinteresse in ganz dramatischer Weise. Und das ist eine Missachtung der betroffenen Frauen und das ist der eigentliche Skandal dieses Ausschusses. Und auch wenn es eben eine Reihe von Kollegen und Kolleginnen gab, die die Ausschussarbeit retrospektiv als positiv bewertet waren, will ich doch daran erinnern, dass die Ausschussarbeit schwierig war. Sie war geprägt von Wahlkampf, sie war geprägt von Indiskretionen. Ich hätte mir gewünscht, mehr die eigentlichen Fragen der sexualisierten Gewalt in den Blick zu nehmen. Das wäre der Ausschuss den betroffenen Frauen schuldig gewesen, aber das hat die Opposition an vielen Stellen verhindert. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich als abschließenden Appell gerne sagen, nutzen wir nach der Wahl die Gelegenheit, als Parlament uns intensiv mit der Prävention sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen, in der gebotenen Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit. Denn Köln war ein singuläres Ereignis in dieser Form. Aber was dort offenbar erkennbar wurde, geschieht tausendfach, fast immer im unmittelbaren Umfeld der Opfer, und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen, oft im Verborgenen und ohne, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Und dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf es nicht länger bleiben.